Los, die 15 Minuten Ruhm für diese kleinen Idioten sind jetzt abgelaufen. Hey, wie ist nun der Plan? Easy. Wir gehen rein, finden die Umkleide der Schlampen, machen unser Ding und hauen ab. Aber ich darf nicht gesehen werden. Das wäre kostenlose PR für die. Mhm. Und die hast du ihnen schon genug beschafft. Der brennende Truck war in allen Feeds. Und allen Sheets. Spar dir die Sprüche. Sag mir, wie wir reinkommen. Naja, manchmal liegt die Lösung auf der Hand. Wir kaufen Tickets. Okay. Erstens, bist du bescheuert? Die Fotzen kriegen keinen Annie von mir. Zweitens, ist ausverkauft. Okay, okay, wir finden einen anderen Weg rein. Sehen wir uns um. Wie? Echter Glückspilz. Tickets? Alles klar. The cult hit musical Corporate Wars is back in theaters near you. Backstage-Bereich. Oh Gott, ich habe eine Nova-Idee. Wenn wir zum Konzert gehen, schießen wir hier. Pässe. June, komm schon. Wir haben sie drin gelassen. Geht nicht. Versucht's am Haupteingang, die checken die Liste. Ja, aber bis dahin sind die Holoprojektoren im Arsch. Da muss ich sie rekalibrieren und die Show kann nicht anfangen. Dann heißt es Sayonara. Da bist du weg, weil wir nicht unsere Ärsche hinhalten. Fuck. Schon gut, geht rein. Tackert euch die Dinger das nächste Mal an die Stirn, kapiert? Danke, Kumpel. Hast die Show gerettet. Holoprojektoren rekalibrieren? Woher weißt du so einen Scheiß? Von früher. Hab eine Weile Backstage für Jihan gearbeitet. Und einiges gelernt. War doch nicht ganz umsonst. Woher soll ich wissen, was wohin gehört? Ich hab die Schnauze voll. Ich geh wieder zu. Ronny wird wohl nach Europa versetzt. Hat er ihnen gesagt, dass du schwanger bist? Ja, aber er muss gehen. Wir zahlen immer noch seine Implantate ab. Mach dir nichts draus. Noch vor Diegos erstem Geburtstag mit seinem Vater eingebuchtet. Wir haben heute ein Amigurri? Oder ist das der Special Boy von der Wunschtraumaktion? Und jetzt reden wir. Wer seid ihr, Wichser? Der Wichser, den ihr bekloppt. Carrie Eurodyne? Carrie Sun? Sun am Arsch. Das ist keine Teezeremonie. Wie? Lasst ihn reden. Alles nur ein Missverständnis. Klärt es auf und wir gehen. Aber Carrie Sun, was soll das? Wir hatten doch einen Deal, oder nicht? Mein Gott, geht's um dieses N54-Interview? Wir wollten niemanden beleidigen oder so. Alt bedeutet heute doch gar nichts mehr. Kein Wunder, dass der Truck nichts gebracht hat. Sind dümmer, als ich dachte.
Halt, halt, halt. Was war das mit einem Deal? Wir haben einen Deal mit MSM, um Carrie Sons User-Friendly zu spielen. Unsere neue Single für den Nordamerika-Teil unserer Tournee. Nur über meine Leiche. Aber wir wollten deinen Rock in eine neue Ära bringen. Ist das nicht, was du wolltest? Rock? Ihr? Okay, ich sag euch was. Wurde schon oft behauptet, aber ihr habt es geschafft. Rock ist tot! Ihr habt ihn getötet. Gratulation, Bitches. Dein Manager hat unseren kontaktiert. Hat gesagt, dass du mit uns arbeiten willst. Kovacek? Was zur Hölle? Davon wusste ich nichts. Dieser verfickte Konzern sagt. Hör zu, Carrie-san. Das Cover ist ein Ausdruck unserer Liebe für dich. Lass uns bitte was aushandeln. Rock mag tot sein, aber Carrie ist blind, wenn er nicht sieht, dass die Mädchen Potenzial haben. Sieht aus, als hätte das Label euch alle gefickt. Ihr seid nichts als Marionetten. Sieht ganz so aus. Fuck. Wisst ihr, ist nichts gegen euch. Die Situation ist einfach abgefuckt. Was erwartest du, wenn du deinen dummen Arsch an einen Konzern kettest? Wir reden mit dem Label, Carrie-san. Aber jetzt werden wir unseren Ärger bekannt geben. Dein Song ist nicht in der Setlist. Wir sagen das Konzert ab und verschieben die Tournee. Was sagt ihr da? Das kostet euch Millionen. Die Labels verlieren mehr. Also gut. Ihr seid in Ordnung. Was ich vorhin gesagt habe. Kein Problem, Carrie-san. Selbst Affen fallen von Bäumen. Genau. Gehen wir wie? Warte! Carrie-san, kriegen wir ein Foto mit dir? Nur als Andenken? Warum eigentlich nicht? Wie wärst du so lieb? Sagt Synth-Cheese! Okay, ich glaube, das reicht. Danke, Carrie-san. Also, arbeitet ihr gerade an was? Könnt euch bei eurer Single helfen? Wirklich? Ich bleib noch hier, wie. Ich meine, sieh sie dir an. Die Mädels brauchen Hilfe. Ich danke dir. Mhm. Viel Spaß. Carrie-san, vielleicht könnten wir dir von unserer neuen Single erzählen. Musik zu reden, das ist wie in einem großen Weg zu führen. Unnötig, unbequem und im Endeffekt einfach nur mega kitschig.